Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza mit der neuen Folge von Heavy Rain. So, in der letzten Folge haben wir eine dumme Entscheidung getroffen. Wir wussten nicht mal, dass das Aufgeben bedeutet. Und ja, jetzt sind wir wieder da. Ich habe mir ein paar Verletzungen eingefügt. Tut mir wirklich leid. Wie es weitergeht, erfahren wir jetzt. Ein kleiner Moment, Leute. Ein kleiner Augenblick. Okay, wir müssen wieder zurück. Oh, das ist so schwer. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich da durchgehen. Okay, langsam. Ups. Nochmal. Das ist gerade nicht so einfach, Leute. Geschafft.
Wir haben es geschafft. Erinnerung. Füllen Sie die Bewegung langsam mit dem rechten Stick aus. Unter Strom. Ein Trophäe bekommen. Mittwoch, 21.06 Uhr. 59,59 mm. Oh mein Gott. Ethan. Er ist bewusstlos. Er blutet. Scheiße, was könnte ihm passiert sein? Zustand? Ich muss einen Arzt rufen. Ich kann ihn nicht so zurücklassen. Ihm helfen? Okay, ganz ruhig. Ich muss ihm irgendwie helfen können. Erklärung? Wie gerät man denn in solch einen Zustand? Au, ruck! Ethan? Ethan, hören Sie mich? Verbandzeugs? Was ist das? Ich kapiere das mit den Origami-Figuren nicht. Was macht er damit? Sind das Brandmale auf Ihrer Brust? Ich muss Ihnen Ihre Sachen ausziehen, um die Wunden zu versorgen. Wow. Nein, 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 nicht aufstehen! Sie haben sehr hohes Fieber. Das sind schwere Verbrennungen. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen helfen kann. Ihre Arme sehen schlimm aus. Ich desinfiziere die Wunden. Aufstehen. Ich bin kein Arzt, aber ich sehe, was ich für Sie tun kann. Desinfektionsmittel?
Ich habe alles desinfiziert. Brandsalbe? Das hier sollte helfen. Verbandzeug. So, das war's. Wie geht's Ihnen? Ethan? Er ist bewusstlos. Jetzt kann ich nur warten und hoffen, dass er aufwacht. Auch Katze. Wie geht es Ihnen? Ging schon besser. War ich lange weg? Ungefähr 3 Stunden. Warum spielen Sie denn Samariter? Sie kennen mich nicht mal. Erinnerung? Als ich noch klein war, habe ich immer alle meine Brüder verarztet, wenn sie sich mit den anderen Kindern auf der Straße geprügelt haben. Ich glaube, ich spiele einfach gern den Samariter. Sie sagen, Sie sind hier, weil Sie nicht schlafen können? Wahrheit? Ich habe in den letzten Monaten ziemlich viel Scheiße erlebt. Am liebsten würde ich das alles schnell vergessen. Ich versuche damit zu leben, aber es ist schwer. Probleme? Stecken Sie in Schwierigkeiten? Viel größere, als Sie sich denken. Verzeihung? Tut mir leid, ich bin viel zu neugierig. Ich meine, schließlich kennen wir uns ja kaum. Warum sollten Sie mir trauen? Hören Sie, ich danke Ihnen sehr für Ihre Hilfe, aber ich denke, es wäre besser für Sie, nicht zu viele Fragen zu stellen. Helfen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Niemand kann das. Sie haben schon viel getan, Madison. Okay. Ich gehe dann.
Viel Glück. Der nächste Fall. Sind Sie bereit, ein Opfer zu bringen, um Ihren Sohn zu retten? 9711 Merrill Street. Merrill Street. Sie haben einen neuen Bonus freigeschaltet. Madison. Ich war es nicht, ich schwöre, ich war es nicht. Ich mache so etwas nicht, ich bringe keinen um. Nein? Warum sind Sie dann vor der Befragung weggerannt? Wissen Sie doch, ich war nicht bei meinem Bewährungshelfer. Ich wollte nicht in den Knast. Hab die Cops gesehen und bin weg. Ich hab nicht nachgedacht. Seine Aussage ist geprüft. Er hat ein Alibi für 3 der Morde. Der Drecksack hat perfekt gepasst. Shit! Ash? Okay. Die Mutter von Sean Mars ist hier. Sie würde gern mit dir sprechen. Es war vor ein paar Monaten. Mitten in der Nacht. Es hat geregnet. Ethan kam klatschnass um 3 Uhr nachts heim. Ich fragte, wo er war. Er sprach von Ertrinken, Regen. Es ergab alles keinen Sinn. Da war etwas in seinen Augen. Als wäre er nicht er selbst. Vielleicht gibt es keine Verbindung. Aber am nächsten Tag gab es einen neuen Bericht von einem Opfer des Origami-Killers. Finden Sie schon. Ich bitte Sie. Ich bin Lieutenant Carter Blake und das ist Agent Norman Jaden vom FBI. Wir wissen, dass Ethan Mars Ihr Patient ist. Wir hätten ein paar Fragen über ihn. Tut mir leid, das ist nicht möglich. Wie war das? Ich unterliege der ärztlichen Schweigepflicht. Ich darf unter keinen Umständen über meine Patienten sprechen. Ich muss Sean Mars lebend finden. Und mich interessiert Ihre Schweigepflicht einen Scheiß. Mit Psychiater reden? Wenn Sie einen Patienten verdächtigen, sind Sie verpflichtet, es der Polizei zu melden. Tut mir leid. Ich kann nicht helfen. Und jetzt gehen Sie bitte. Sie müssen uns helfen. Zu Ihrer Sicherheit. Hilfe. Doktor, es geht um das Leben eines Kindes. Vielleicht können Sie helfen, ihn zu retten. Drohen Sie mir etwa? Ich gebe Ihnen nur einen kostenlosen Rat, Doc. Nehmen Sie ihn an. Psychiater überzeugen? Ich weiß, Sie wollen doch keinen Mörder decken. Sie müssen uns unbedingt alles sagen, Doktor. Ich werde mich über Ihr Verhalten bei Ihrem Vorgesetzten beschweren. Doktor, Sie gehen mir echt auf die Nerven. Für mich zählt nur, den Jungen zu retten. Und jetzt sind Sie so nett und sagen uns, was Sie wissen. Sonst garantiere ich... Mit Pech kriegen. Was machen Sie? Sind Sie verrückt? Lassen Sie mich, Jake. Lassen Sie Der mich. Der Typ weiß was. Und ich gehe nicht, bevor er es rausrückt. Wir haben dazu kein Recht. Los, Doc. Wollen Sie es leicht oder schwer? Es ist Ihre Entscheidung. Drohen. Wenn Sie den Mann nicht in Ruhe lassen, melde ich Sie und Sie sind raus. Was ist denn los mit Ihnen, Norman? Kalte Füße? Wollen Sie den Sean nicht mehr retten? Ich will Sean Mars retten, genauso wie Sie. Aber ich halte mich ans Gesetz. Hören Sie mit dem Scheiß auf! Jetzt! Sofort! Ethan Mars hat psychische Probleme seit dem Tod seines Sohnes.
Er fühlt sich verantwortlich. Eine krankhafte Neurose. Bilder ertrinken, da verfolgen ihn. Vor ein paar Wochen, nach einer unserer üblichen Sitzungen, fand ich das auf dem Boden. Es war aus seiner Tasche gefallen. Guter Cop. Ash, setz jeden verfügbaren Mann auf Ethan Mars an. Beobachtet sein Haus Tag und Nacht. Gib einen Suchbefehl an alle Behörden raus. Beobachtet die Bahnhöfe, Flughäfen, Busstationen. Ich will jeden Cop an seinem Arsch, damit er kapiert, dass wir es wissen. Ja. Ethan Mars ist der Origami-Killer. Was für ein Arsch. Donnerstag, 7 Uhr, 46 Millimeter. 76 Millimeter. Club? Der exklusivste Golfclub in der Stadt. Seltsamer Platz für ein Treffen. Golf? Großer Schläger, kleiner Ball. Ich fand das Spiel schon immer sinnlos. Lauren? Ich habe Lauren nichts davon gesagt. Ich hole sie später zu Hause ab. Neugierig? Ich frage mich, worüber wir uns unterhalten. Bodyguard. Sieh an, ein alter Freund. Nicht schlecht. Danke. Kommen Sie rein, Mr. Shelby. Möchten Sie Kaffee? Oh nein, danke. Spielen Sie? Ja, einmal. Die sind heute noch mit der Rasenpflege beschäftigt. Interessanter Sport. Man braucht Kraft, aber auch einen kühlen Kopf und Genauigkeit. Wollen wir ein paar Bälle schlagen? Hier können Sie auch keinen Rasen zerstören. Okay. Nehmen Sie sich doch einen Schläger. Den Schläger nehmen? Das Wichtigste ist, den Schläger richtig zu halten. Bereit machen und schwingen. Das war nur der erste Ball. Sie sollten nächstes Mal härter zuschlagen. Aber Sie haben mich doch nicht nur zum Golfspielen eingeladen. Ich habe gehört, Sie stellen Fragen über meinen Sohn. Stimmt. Mich interessiert, ob Gordy in den Origami-Fall verwickelt ist. Mein Sohn hat mit derartigen Sachen nichts zu tun. Dann muss ihn ja meine Ermittlung nicht beunruhigen. Sie brauchen gegen meinen Sohn nicht zu ermitteln. Er hat damit nichts zu tun. Bei allem Respekt, Mr. Kramer. Ich allein entscheide, gegen wen ich ermittle.
bin ein einflussreicher Mann, Mr. Shelby. Und ich zahle gut für Loyalität. Wollen Sie mich bestechen? Sagen wir mal, ich biete Ihnen eine Entscheidungshilfe. Für wie viel lassen Sie Ihnen Ruhe? Sie verstehen mich falsch. Das zieht bei mir nicht. Bleiben Sie meinem Sohn fern, Mr. Shelby. Sonst bedauern Sie es. Schönen Tag noch, Mr. Kramer. Erinnerung. Drücken Sie Wiederholung. Wiederholt die angezeigte Taste, die das Symbol verschwindet. Okay, wissen wir Bescheid. Donnerstag. 7.47 Uhr. 7.47 Uhr. 77,72 mm. Adresse? 9711 Marble Street. Die Adresse stimmt. Aber was soll ich in diesem Drecksloch machen? Sean? Sean? Wo bist du, Sean? Feuer? Hier hat es gebrannt. Alles ist total verkohlt. Zustand? Ich bin noch schwach. Kann kaum stehen. Schmerz. Der Schmerz kommt wieder. Die Wirkung des Medikaments lässt nach. Eidechsen aus Porzellan sehen neu aus und passen nicht zu dem restlichen Müll. Okay, gar nichts. Ah, da ist was. Ein Schlüssel. Okay, da ist die Küche und da ist der Wohnzimmer. Das ist das Badezimmer, bringt uns nichts. Sind Sie bereit zu leiden, um Ihren Sohn zu retten? Sie haben 5 Minuten Zeit, um sich vor der Kamera ein Fingerglied abzuschneiden. Was? Schaffen Sie es, bekommen Sie Ihre Belohnung. Unmöglich. Finger abschneiden? Niemals. Schmerz? Der Schmerz wird heftig. Ich brauche etwas zur Linderung. Aufgeben? Ich kann mir keinen Finger abschneiden, das geht nicht. Ich will Sean retten. Ich tue alles. Alles außer das. Werkzeug? Ich brauche einen scharfen Gegenstand, der einen sauberen Schnitt macht. Ich habe keine Lust, daran herumzuhacken. Verweigern? Das ist Irrsinn.
Ich kann es nicht. Ich will Sean retten, aber ich weigere mich, das zu tun. Zeit? 5 Minuten. 5 Minuten, um mir den Finger abzuschneiden. Ich muss schnell entscheiden. Gern? Das kann furchtbar in die Hose gehen. Ich rette meinen Sohn nicht, wenn ich hier sterbe. Wahl? Ich könnte es schaffen, wenn ich die richtige Wahl treffe. Es muss irgendwie gehen. Keine Wahl. Ich muss da durch. Ich habe keine Wahl. Für Sean. Ja, 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 ich weiß schon. Ah, komm, 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 was machst du? Hinstellen? Fehlt noch was? Sie haben noch 3 Minuten und 30 Sekunden. Sie haben noch 3 Minuten. Eine Kettensäge brauchen wir nicht. Okay, das war's. Hinsetzen. Okay. Das Messer. Es versuchen. Sie haben noch 2 Minuten und 30 Sekunden. Es tun. Oh, God.
Tisch. Komm! Du musst das verbrennen, die Wunde! Verbrenn die Wunde! Oder so geht's auch. Sie haben einen neuen Bonus freigeschaltet. Goldfinger. Positiv, Lieutenant. Sind in Position. Perfekt. Keiner rührt sich, bis ich den Befehl gebe. Klar? Wir krallen ihn uns, sobald er rauskommt. Okay, Lotte. Zum Glück hat die Streife den Wagen gesehen. Was macht er da drin? Wer weiß. Sie sind hier der Profiler. Sitzen direkt im Hirn des Mörders. Das ist es ja. Was ich von Ethan Mars weiß, passt überhaupt nicht ins Profil des Killers. Die Geschworenen verlassen sich eher auf Beweise als auf ihre Theorien. Was macht die Kleine da? Wenn Mars rauskommt, wird gefährlich für sie. Und jetzt? Soll sie raus? Nein, zurückbleiben. Polizei? Polizei. Sie überwachen das Gebäude, in dem Ethan ist. Sie geht rein. Vielleicht wohnt sie da. Wie auch immer, da darf auf jeden Fall keiner rumhängen, wenn Mars rauskommt. Ethan, was ist los? Die Polizei, da draußen. Ich glaube, die wollen sie verhaften. Wir müssen woanders raus. Scheiße. Was macht der bloß da drin? Auf meinen Befehl geht's los. Die sind noch da. Wir müssen anders raus. Nach oben geht nicht. Das Dach ist eine Sackgasse. Wir säßen in der Falle. Vielleicht das hier? Eine Lösung. Es muss eine Lösung geben. Da geht es nicht aus. Es geht ihm wirklich schlecht. Was ist passiert? Mir muss etwas einfallen. Und zwar ganz schnell. Ach, da!
Nein! Zugriff auf meinen Befehl. Sie bleiben hier. Scheiße. Kommt nicht in Frage. Ich komme mit Ihnen. Zwei Männer an die Tür. Position halten. Zugriff. Gott, scheiße, komm, geh raus. Durchgedreht sein. Ich doch vorhin rein. Alle Mann runter. In die Gasse. Hinterher. Die U-Bahn. Polizei. Wir haben die Cops am Arsch. Keine Chance. Besser, ich lasse ihn hier und hau ab. Ich könnte noch entkommen, wenn ich gleich gehe. U-Bahn. Der U-Bahn-Eingang auf der anderen Straßenseite. Unsere einzige Chance. Mann, er ist halb tot. Das volle Gewicht. Lange kann ich ihn nicht tragen. So Leute, ich mache jetzt hier einen Cut. Wenn euch meine Videos gefallen hat, dann lasst bitte ein Abo und ein Like da. Das würde mich wirklich sehr freuen. Und wenn ihr von mir mehr sehen wollt, dann wisst ihr Bescheid, was ihr machen müsst. Und ihr könnt mir gerne unten einen Kommentar hinterlassen. Ich will das mir auf jeden Fall anschauen. Und ja, Leute, vielen Dank an euch, dass ihr meine Videos unterstützt. Und dass ihr es auch in Zukunft weiterhin unterstützen würdet. Vielen herzlichen Dank, Leute. Da werde ich mal sagen, au revoir, ciao, bis dann, euer Jinyakusa. Tschüss.